Heute wollen wir uns selbst eine Halbleiterdiode bauen. Sie werden fragen, wie denn das möglich ist, wo doch Halbleiter synonym sind mit Siliziumelektronik. Nun, auch wir können das tun. Es ist ganz einfach. Wir bauen uns eine Schottky-Diode, bestehend aus Zinkoxid als Halbleiter und Kupfer. Wie machen wir das? Nun, wir brauchen nicht sehr viel. Die Grundlage ist einfach ein Stück verzinktes Stahlblech. Das hier ist Montagelochband aus dem Baumarkt. Also ein Eisenband, das eben galvanisiert ist, also mit Zink überzogen ist. Und dieses Zink wollen wir oxidieren. Dabei entsteht Zinkoxid. Als Gegenelektrode nehmen wir Kupfer. Das hier zum Beispiel Klingeldraht. Das ist Kupferdraht, der ist halt isoliert, der muss abisoliert werden. Wir nehmen uns ein Stück. Daraus haben wir eine Spitze vom Kupferdraht und die dient uns als Elektrode. Und ja, wie oxidieren wir das? Und das ist ganz einfach. Wir nehmen eine Propanflamme. So, meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen das mal, ich demonstriere Ihnen das. Ich habe hier dieses Blech, wie Sie sehen, verzinkt, ein Stück abgeschnitten, Zange und jetzt hier die Gasflamme. Flamme, die ich etwas stärker stelle. Nun halte ich das in die Flamme. Das sollten Sie normalerweise besser bei einer frischen Luft tun, weil das ein bisschen riecht. Aber Sie sehen schon hier, das eine Ende wird jetzt schon heiß. Nur von einer Seite blase ich das an, weil die Gase aus der Flamme natürlich auch eine Reaktion mit dem Zinkoxid machen, die ich gar nicht will. So, das glüht schon richtig rot. Das jetzt herausnehme aus der Flamme. Glüht jetzt ab. Ja, das ist noch nicht gut genug. Bisschen mehr. Sollte auf der Rückseite eine weiße Schicht geben. Nach Möglichkeit. So. So, hier haben wir einen etwas genaueren Blick auf die Diode. Sie sehen hier, das ist das Blech mit der oxidierten Zinkschicht. Hier der Kupferdraht, der sozusagen die Gegenelektrode darstellt. Beides habe ich dann hier kontaktiert. Über einen Widerstand fließt der Strom. Und was ich jetzt mache ist, Oszilloskop, also das hängt dann hier an der Wechselstromquelle, 50 Hertz. Und da sehen Sie die Kennlinie dieses Elements. Das sind 2 Volt pro Zentimeter, das heißt hier an den Spitzen liegen ungefähr 5 Volt, plus und minus 5 Volt an. Und wenn ich jetzt sozusagen hier den Abstand, den Anpressdruck zwischen dem Draht und der oxidierten Platte verändere, dann tue ich das hier, diesem kleinen Schraubenzieher. Hier ist eine Schraube, der drückt gegen das Blech. Wenn ich jetzt hier drehe, ja, man sieht es vielleicht, dann ist jetzt der Kupferdraht abgelöst von der Platte. Die Kennlinie, wie sieht die aus? Nun ja, da passiert nichts. Jetzt stelle ich durch Drehen nach rechts die Spitze wieder an. Ich tue das sehr vorsichtig. Ganz behutsam. Ja, da ist sie wieder, die Kennlinie. Sie war anfangs etwas unruhig, das ist auch schwierig, weil so präzise ist die Mechanik hier einfach nicht, um das immer ganz genau reproduzierbar zu machen. Ich habe jetzt die Spitze nicht auf das Zinkoxid gesetzt, sondern etwas davor und drehe jetzt mit der Schraube die Kupferspitze ganz langsam hinein. Ja, das berührt sich. So, Sie sehen. Ich drehe jetzt etwas fester. Ah, das lockerer wieder. Na, mal so. Das ist jetzt keine gute Diode. Wenn ich sehr fest drehe.
So, wir sehen, ja, eine einigermaßen hübsche Diodenkennlinie. Wenn ich die Oberfläche anhauche und befeuchte, wird die Kennlinie steiler. Etwas. Ja, jetzt lasse ich es mal trocknen, ich wedle. Und sofort verschiebt sie sich. Bitte sehr, wieder steil. Wedeln. So, trockene Luft. Achtung. Wieder da. Die Diode ist offenkundig feuchtigkeitssensibel. Jetzt trocknet sie wieder. Noch ein bisschen Frischluft. Ja, ganz klar zu sehen. Temperatur unverändert, 25 Grad. Sie trocknet wieder. Mal sehen, ob ich die ganz trocken kriege. Ja. Also das trocknet auch so. Ja, jetzt ist der Stromfluss, geht jetzt arg zurück. Sie sehen praktisch keinen Strom mehr. Achtung! Ein bisschen Feuchtigkeit genügt aus der Atemluft. Nochmal. Es ist kaum zu glauben, aber es funktioniert. Sie sehen, Zinkoxid, diese Zinkoxid-Diode ist reagiert auf Feuchtigkeit in der Luft. Wenn feuchte Luft da ist, dann ist die Leitfähigkeit besser. Wenn sie trocknet, geht die Leitfähigkeit zurück, die Kennlinie verschiebt sich. Damit ist auch glauben. Dankeschön.